Ja, Chaos auf meinem Tisch, ihr Lieben. Ich muss mal hier Ordnung schaffen, bevor ich hier weiter drehe und mich hier weiter mit YouTube beschäftige und für euch Videos mache oder Sequenzen, wie auch immer. Wir gucken ja immer, ob wir in dies und das reinkriegen. Ja, ich muss. Entschuldigung. Jetzt musste ich auch mal niesen. Also, ihr seht, ich bin ein echter lebendiger Mensch. Ja, ich muss aufräumen. Das ist, sind alles noch übrig bleibsel von meinen, ja, weihnachtlichen Exzessen, wenn man das so sagen möchte. Für sowas hole ich dann halt auch mal diese Farben raus, die ich sonst so auf Presents nicht benutze. Da wird dann mal wieder farblich experimentiert und diese kleinen Beetle-Teile da. Ach so, habe ich gesagt, ne, dass auf Amazon Born Pretty irgendwie verschwunden ist, wisst ihr, ne? Ein Körbchen. Ein Kirby. Genau. Ich mache das so meistens so. Ich sammle dann wieder alles ein und dann wandere ich durch mein Zimmer und räume es auf oder ein, wo es seinen Platz eigentlich hat. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist das Cat Eye. Jawohl. Ich muss mich mal ein bisschen dabei sputen, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, meine Tage sind so kurz gefühlt. Hoppla, so, jetzt habe ich schon wieder Schweinerei gemacht, habt ihr das gesehen? Ich glaube ja, ne? Ich habe ja den Weitwinkel gerade drin. Ach, wie peinlich. Das ist wirklich ein super Teil hier. Boah. Jetzt ist er sauber, jetzt kann man auch sehen, gell? Aber der kommt gleich in die Schublade hier zu mir. Das kommt weiter weg. Ja, ich muss hier aufräumen. Bevor ich jetzt wieder neue Inspos für euch hochlade, mache ich die Fläschchen immer gleich sauber und dann kommen viele Dinge einfach in die Schublade. Ich stelle euch mal ein bisschen anders. Wie zum Beispiel, das habe ich ja alles hier an meinem Schreibtisch. Könnt ihr sehen, da unten, da habe ich die drin. Vielleicht soll ich doch noch mal so eine Schubladenparty machen. Oder wo hat sie was stehen? Oder wie bewahrt sie was auf? Ach, übrigens, Luni, mein Weiß von ihr wird tatsächlich ganz schön schnell alle. Da werde ich auch noch mal nachbestellen müssen. Mal gucken, was ich da noch so sammeln könnte für Lunis Shop. Ich weiß jetzt gar nicht, hat die nicht demnächst auch wieder eine Angebotswoche, so zum Ende des Jahres? Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommis. Ich kriege das nicht so mit. Also ich bin auch inzwischen, hier sind meine Stripies, meine Nailart habe ich hier auf so einem Ring. Also ich kann euch echt nur empfehlen, das wollte ich noch mal gesagt haben. Liebe, liebe, liebe Leute, die auch jetzt ganz frisch dazugekommen sind. Ich habe so viele Videos inzwischen hochgeladen. Es lohnt sich. Vielleicht nicht jedes Design-Video zu gucken, aber diese Dies-und-das-Videos oder dieses eine Video, wo es nur um Stampingplatten, Stampinglacke und meine Quick-Tipps geht. Schaut sie euch an. Es ist ein Mehrgewinn. Es ist wirklich so. Prinzipiell diese Quick-Tipp-Videos. Ich fand das immer sehr hilfreich, auch für mich selber. Schaut sie euch bitte an. Ihr habt da wirklich Mehrwert von. Also ich kann mich nur wiederholen. Ich will natürlich nicht spoilern. Ihr müsst natürlich gucken, das ist klar. Aber guckt euch ruhig die alten Videos an. Ist immer ganz lustig. Ich hatte ja mal eine Phase, wo ich gedacht habe, ich lösche das alles weg, was mir nicht mehr gefällt. Aber ich habe gedacht, hey, was soll's? Das ist alles Geschichte von Nagel Kunstradio. Bleibt. Ist gekommen, um zu bleiben. So. Ja, dann habe ich hier noch. Das ist neuerdings auch so eine Geschichte, dass die mir immer aufgehen. Ich drücke da 10, 20 Mal nochmal richtig schön drauf mit vollem Gewicht. Ich weiß gar nicht, wann es die Pärchen, die mir das letzte Mal ausgebüxt sind. Ah nee, da war sogar hier sowas. Da war hier sogar dieses Teilchen komplett abgebrochen. Und das habe ich nicht gemerkt. Und ja, wie das so ist. Ja, ich muss mir Platz schaffen. Ich muss unbedingt hier aufräumen. Das ist schrecklich. Mein Glitzer habe ich auch noch nicht sortiert, was ich alles bestellt hatte. Muss auch noch seinen Platz finden. Pigmente bewahre ich ja extra. Und da habe ich mir jetzt auch ein Schubladensystem geordert. Wenn es da ist, zeige ich es euch natürlich gerne. Keine Frage.
Goldglitzer kommt ins Regal, das darf dann dahin. Das kommt in die Schublade, das ist ein Acryl. Jetzt geht es ja wieder los mit Sweatdesign. Ja, gut. Jo, ich muss jetzt mal schauen, ne? Ob ich euch jetzt hier irgendwie noch ein bisschen mitnehmen kann. Schwierig mit der Kamera und Mikrofon ab. Wartet, ich probier's. Okay, Stampingplatten säubern ist noch angesagt. Das kann weg. Das muss eingesortiert werden. Oh, jetzt wird es hier schon wieder ein bisschen freier. Ein Stöfchen. Die lege ich da oben hin. Die feiere ich übrigens hier. Also wer kein Karo malen kann, ist hier mit am richtigen Produkt. Dann warte ich auf einen Kaffee. Wartet. Ja, hier ist es. Also ein bisschen kalt, aber Prösterchen macht nichts. Gut, dann machen wir weiter. Mit Aufräumarbeiten. Muss sein. Gehört nun mal dazu. Vor allem, wenn man dann so eskaliert. Jetzt habe ich hier noch so ein paar einzelne süße Teilchen. Die packe ich mir jetzt hier so Reste. Packe ich mir immer hier in so ein Teil. So eine Aufbewahrung. Weil selbst diese kleinen Motive, das tut mir leid, das kann ich nicht wegschmeißen. Na, da bin ich auch sowieso sammelkrank. Also ich kenne das ja vor allem bei den Männern. Also mein Mann ist auch so ein Exemplar. Das kann man alles noch aufheben. Wer weiß. Und just in dem Augenblick, wenn es dann tatsächlich weggeworfen wurde, heißt es dann, das hatte ich mal, das hätte man besser nicht weggeworfen. Gell? Ja. So sieht's aus. So, gut. So, ihr Lieben, nach ein bisschen Aufräumen und auch anderen Dingen, die ich ja nun mal auch zu erledigen habe, sieht es jetzt hier schon mal ein bisschen besser aus. Ich habe noch ein bisschen Kaffee und ich habe hier etwas, was mich wieder ein bisschen hibbelig macht und aufgeregt macht, im positiven Sinne. Ja, ich habe Post bekommen, die wieder also eine richtige Überraschungspost zu sein scheint. Ich hole mal das Päckchen her, damit ihr wisst, wovon ich überhaupt rede. Für alle, die die Tasse gerade am Tisch haben, Prösterchen zusammen. Ich komme mal mit dem Testpäckchen her. Jetzt muss ich halt nur gucken. Ich werde das mal abdecken mit irgendwas. Vielleicht so. Ich decke das mal mit so einem alten Papierchen von mir ab. Ja. Ja, die Post war da. Was soll ich sagen? Ich habe das schon mal rundum aufgemacht, weil es sehr gut verpackt war. Ich kenne ja nun schon viele von euch, auch hier und da persönlich. Aber es gibt auch Namen, die sich bei mir doppelt und dreifach verhalten. Und ich habe hier ein Päckchen bekommen, wo ich erst dachte, Kochtöpfe, das sieht aus wie ein Kochtopf, das sieht aus wie vielleicht ein Backofenherdplatte von oben, keine Ahnung. Original mit diesem zugepackt. Und ich weiß jetzt, ich stand vor dem Päckchen und wusste erstmal nicht so recht, was hast denn du bestellt? Hast du einen Topf bestellt? Nee. Hast du einen Herd? Nee, mein Herd funktioniert. Ich hatte es nämlich auch schon mal vor ein paar Jahren, dass direkt vor Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, bevor es eigentlich richtig losgeht in die Plätzchenzeit, mir mein Backofen versagt hat. Also wie gesagt, ich habe überlegt, Töpfe, Pfannen, hast du alles? Das kann es nicht sein. Du hast nichts bestellt, ja. Und dementsprechend habe ich es halt rundherum schon mal aufgemacht. Und ich habe dann gemerkt, das ist eine Ü-Post. Und bevor ich es weiter auspacken wollte, habe ich es dann wieder eingepackt. Deswegen, ich weiß noch nicht wirklich, was drin ist, aber ich habe mir jetzt einfach die Frechheit erlaubt, das so mit ins Dies und Das Video zu nehmen, weil ich finde, es passt einfach prädestiniert in diese Dies und Das Videos von Ü-Post, die reinkommt. Also nochmal herzlichen Dank an das Engelchen, was mir hier die letzten Tage und Wochen wahrscheinlich ein bisschen versüßen wollte, bevor ich diesem 2023 eigentlich den Hintern versohle bzw. in Tritt in den Hintern abserviere. Deswegen, ich mache das jetzt auf und ich freue mich, dass ich das für euch zusammen wieder unter laufender Kamera machen kann.
Das nehmen wir weg. Das kann ich noch gut gebrauchen für mein Tässchen zum Verschicken. Ah, lecker. Könnt ihr sehen? Ich muss noch mal gucken, ob ich die Kamera anders einstelle. Ja, ist ja Njam Njam. Was Kleines zum Naschen. Wie süß. Ich muss jetzt mal gucken. Ich würde gerne. Habt ihr was dagegen, wenn ich kurz den Brief für mich lese? Ich weiß ja nicht, ob ich es darf. Also liebe Grüße erstmal zurück an dich, liebe Silvia. Es wäre nicht nötig gewesen. Ich danke dir für deine Zeilen. Gute Besserungs- und Genesungswünsche schicke ich meinem Mann. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass er die Schoki kriegt, so als Trostpflaster. Dann freut er sich auch, wenn was für ihn im Päckchen ist, weil er dachte erst, es wäre für ihn, weil der Gute hatte jetzt auch Geburtstag. Vielen Dank. Ich wünsche dir dasselbige, liebe Silvia. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich darüber ein Unboxing mache. Bin jetzt gespannt. Schokolade. Also ich mache das jetzt einfach mal. Ich gebe das an meinen Mann weiter. Ja, mache ich jetzt einfach mal so. Vielen Dank für Schoko. Oh, oh je. Oh, ich bin mal aufgeregt. Was ist das? Ist das für euch okay? Nein, ich muss es so machen. Ich sag euch, was das ist. Die hatte ich in meinem Warenkorb bei Jolifine schon reingepackt. Und zwar sind das Silikonmatten geprägt wie Stamping. Schablonen nur als Silikon und da könnt ihr also die verrücktesten Sachen mitmachen und du bist ein Schatz, dass du mir die zuschickst, weil ich habe die schon auf anderen Plattformen gesucht und die bei Jolifine, die wollte ich gerne und hab's mich alles nicht getraut. Ich glaube, ihr könnt Gedanken lesen. Ich lege die gerade beiseite, wir gucken sie uns gleich näher an. Jawohl, eine Handschuhmaske. Oh, meine Hände. Ist das jetzt eine Anspielung auf meine trockene Haut? Fröhliche Weihnachten. Ja, herzlichen Dank. Oh, lecker. Shea Butter, Hyaluron-Extrakt aus Aloe Vera. Von Jolifine sogar. Schaut an. Habe ich noch nicht ausprobiert. Mal gucken. Werde ich ausprobieren. Vielleicht machen wir es mal unter laufender Kamera. Jolifine-Maske. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Oh, ich muss die Brille aufsetzen. Moment. Ich habe sie hier. Ein Schneemann. Glitzer. Ich bin, glaube ich, gerade mit meinem Dickschädel gegen die Kamera gekommen. Es tut mir leid. Das kleine Andrea schreit schon wieder um den Christbaum. Was ist das für eine Dose? Das ist eine Jolifine Pastel Silver Christmas. Mein, ist der süß. Oh. Ich lege den gerade hierher, wir gucken gleich. Ah, wisst ihr was? Sticker. Und das ist eine Transferfolie. Da sind mehrere drin. Oh mein Gott, da müssen wir gleich reingucken. Ich hole das jetzt erstmal raus. Einverstanden? Ja, guckt mal an. Hoppla, ah, mir fällt alles runter. Ah, jetzt sind noch liebe Sachen draufgeschrieben. Moment, wir leuchten im Dunkeln. Okay. Das habe ich auch noch nicht. Ich habe noch keine, die im Dunkeln leuchten. Was ist das? Das ist eingepackt. Oh, meine Güte. Oh, ist das schön verpackt. Oh, ich liebe sowas, ja, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ich kann nicht verpacken. Es ist jedes Mal ein Graus und ein Horror, wenn es heißt, Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke einpacken. Ich kriege da wirklich Schnappatmung und schwitze vor Aufregung, weil ich das einfach nicht kann. Oh, Tannebäumchen. Ich leg's mal da hoch. Das Größte und Schönste vielleicht? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was drin ist. Das Größte zum Schluss. Genau, also wir gucken uns erstmal die kleinen süßen Sachen an. Also die funkeln, leuchten im Dunkeln. Ich funkel und sie leuchten. Okay. Was ist das genau? Ich muss gucken, I don't know. Ja, das sind solche, was sind das, so flockenartig, so grisselig. Also damit kann man schöne Sachen machen. Man steht erstmal davor und überlegt sich, wie transportiere ich euch das jetzt über die Kamera? Obla, ja, natürlich, Sauerei muss auch wieder sein.
Es sieht so ein bisschen zuckerig aus, würde ich es beschreiben. Halt eingefärbt. Und damit kann man ganz tolle Sachen auch machen. Da haben wir jetzt lila, grün. Also im Moment ist es so, dass ich grün akzeptiere, weil der Grinch ist ja grün, ne? Und es gibt Leute, wo hier jemand letztens gesagt hat, die sind grinchy. Und grinchy ist man dann, wenn man Weihnachten nicht mag. Das finde ich echt traurig. Ich liebe Weihnachten. Es wird dieses Jahr so richtig schön kitschig. Apropos kitschig, habt ihr Lust auf kitschige Nägel? Ich bin schon also überlegen, ob ich das mal wagen soll. Also so richtig kitschig. Also das ist eine schöne Farbe hier. Das ist ein schöner. So Lachsneon. Kitschige Nägel. Und das? Ja, das sieht man, dass das nachts leuchtet. Das ist dieses typische fluoreszierende Grün, Weiß. Ja, genau. Interessante Mischung. Also habe ich so noch gar nicht verarbeitet. Das kann ich sagen. Ein Krümmel hier weg. So, dann haben wir hier. Was ist das für eine Form? Oh, Neon. Neon. Ach, Moment. Neon. Es ging jetzt einfach in die Ecke. Okay. Ich habe es jetzt einfach in die Ecke geschmissen. Neon. Orange, grün. Oh, geiles Lila. Ich stehe total auf dieses Purple. Pinky. Was sind das? Circles. Entschuldigung. Kreise. Sind das, glaube ich. Ja, ich habe ihn gerade hier auf dem Finger. Wartet, ich hole ein Schüppchen. Oder hier nehme ich der Zahnstocher. Da auf einmal alle auf einen Streich. Moment. Schwarze Handschuhe. Ich hoffe, dass ich gut eingestellt bin von der Kamera. Ich habe jetzt einfach angemacht. Ja, sehr lustige Teile. Und zwar sind die ungleich. Das sieht sehr lustig aus. Also ihr habt eine stärkere Stelle, ihr habt eine dünnere, kreisrunde Stelle. Da kann man schicke Sachen mitmachen. Ja. Wenn man jetzt Blau hernehmen würde, könnte man ein Aquarium gestalten. Also nicht Aquariumnägel mit Wasser gefüllt, das finde ich furchtbar, das finde ich schrecklich. Aber so Designs mit Blubberblasen und Fischchen oder Meerjungfrauen und so weiter. Aber wir sind ja jetzt im Winter. Also sowas habe ich noch nicht, muss ich sagen. Sehr, sehr witzig. Die Purple-Dicke finde ich irre. Oh, ich habe schon wieder ganz viele Kleinigkeiten, die ich wieder sortieren muss. Gut, ja, hier, schaut mal. Genau, Sticker. Genau, da kann man jetzt so ein Delfin nehmen oder hier so eine Wasser, wie heißen die denn noch? Turtle. Ich weiß nicht, was mit mir im Moment los ist. Ich habe so viele englische Videos gesehen. Ne? Schildkröte, Wasserschildkröte. Oh, Seepferdchen, ja. Delfine finde ich ja die putzigsten Meerbewohner, gleich nach den Seepferdchen. Also, das sind so. Die sind so super glatt, so arschiglatti und die möchte man dann einfach nur noch knuddeln, obwohl die nicht plüschig sind, aber weil die so glatt sind. Wer hat schon mal einen angefasst? Wer durfte schon mal einen streicheln? Ich weiß es nicht, ich noch nicht. Große Ehre wäre das, aber sie sollen lieber im Meer leben als irgendwo in irgendwelchen Aquarien, wo man sie besichtigen kann, Richtung Zoo oder so, finde ich schlimm. Da könnte man jetzt diese Circles für nehmen, hier diese blauen, genau, Kreise, als Blubberblasen. Ich lasse die noch hier drinnen. Also sonst habe ich hier wieder Chaos. Ich bin gerade froh, dass ich den Tisch frei habe. Oh, ist das schön. Die sind auch, die gehen auch immer. Ja, und Eisbär. Schriftzüge. Ist immer schön, wenn man das so hat. Als mit der Stempelei. Aber da gibt es auch einen Trick 17. Da muss ich nochmal gucken. Wow, hier. Ist das eine Eule? Ja, das ist eine Eule. Es gibt so viele Sticker-Leute, die so schön sind. Man kann aber nicht alles haben. Ja, hier nochmal. Mega. Also mega. Der Anker. Oh, super. Und dann hier mit sowas. Wie gesagt, Synapsen fangen schon wieder an zu schwingen. Essence hat Sticker. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kaktus. Federn. Könnt ihr sehen? Lustig, ne? Richtig cool.
Muss ich mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal da. Ich laufe an dem meistens vorbei. Das Einzige, was ich von Essence immer mal kaufe, oder immer kaufe, sind die Augenbrauenstifte. Was ist es noch, was ich immer bei Essence mit einpacke? Lasst mich überlegen. Ach so, ja, natürlich die Wimperntusche. Ja, jetzt kommen wir vom Thema Nägel ab. Ganz cool. Also ihr wisst, ich habe ja so eine Grünproblematik gehabt. Ich möchte sagen, dass sie langsam abklingt. Ich bin langsam in der Heilung. Und Grün in Verbindung mit Lila und Purple finde ich grandios. Grandios. Cool. Und hier lasst das Weihnachten in Blau. So schön. So ähnlich wie mein Design, was ich jetzt hier noch habe. Aber die kommen jetzt runter, die Nägelchen. Ja. Wunderschön, danke schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist immer so ein Problem, weil ich fange dann immer wieder an und sitze dann hier schon, was kannst du denn hier mitmachen und was kannst du mit jenem machen und mit diesem da und dann fangen die Synapsen an zu swingen. Ja, hier, nochmal Nail Art. Also, oh, was ist das denn? Oh, sind das 50 Meter oder was? Wie kann man denn so viel Transferfolie verkaufen? Oder sind das verschiedene? Was ist das für. Nee, es sind mehrere. Ich wollte schon sagen. Oh, ich getraue mich gar nicht aufzumachen. Respekt, dass du es reingekriegt hast. Ich habe da immer meine Krise, kriege ich mit diesen Röhrchen. Ich bin dann. Die müssen wir uns angucken. Oh, das wird ein langes Video. Transferfolien. Moment, die machen wir gleich. Transferfolien. Da bin ich gespannt. So. Also, Handmaske wird genommen demnächst, wenn ich vielleicht auf der Couch sitze. Oder soll ich es doch im Video ausprobieren? Ich mache euch ein Fazit dazu. Pack das zu einem Aufgebraucht-Video dazu. Das ist eine coole Idee. Supi. Also, kommen wir hier mal zu. Also, ich wollte die unbedingt gerne haben. Und ich sammle ja im Moment. Ihr könnt ja in euren Warenkorb sammeln und dann könnt ihr ja wieder rausgehen. Und ich habe die da auch drinnen liegen gehabt. Und die sind halt so in der Stärke, so 2 mm, 3. Dann ist das Silikon und da könnt ihr alles drin verarbeiten. Das ist so eine geniale Sache, wenn ihr auf sowas steht, ne? Also ihr kennt die Sticker in 3D und das gleiche könnt ihr euch selber herstellen, ganz individuell. Mach ich das andere auch gerade auf. Ah, wie aufregend. Das ist immer der Nachteil mit der Handschuhe, gell? Brauchen wir immer hier so Helfer schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Sorten sie hiervon haben, aber ich finde es phänomenal, wenn es funktioniert. Gucken wir gleich nochmal. Vielleicht hänge ich euch noch einen Schnipsel dran. Und das sind größere. Also hier für unsere XL-Nägel. Wo haben wir denn ein Exemplar? Wartet, ich habe hier ein Exemplar. Ein Stiletto, super lang. Und wenn ich den hier so drauflege, dann passt es. Ja, und da könnt ihr so tolle Sachen machen. Wenn man geübt ist, das möchte ich noch dazu sagen. Also das braucht auch ein bisschen Übung. Ich lege die mal beiseite und vielleicht schenke ich es euch noch hier in diesem das Video. Es ist schon wieder so anstrengend, dass ich eigentlich am liebsten Schokolade anfassen würde. Aber ich nehme dann doch lieber einen Pott Kaffee. Also, liebe Silvia, ich würde das gerne meinem Mann überreichen. Das ist so Trostpflaster-Schoki, wenn es für dich okay ist. Ja. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich schicke das rüber, ja? Einverstanden? Folien gucken wir jetzt gleich. Das müsste man hier noch reingucken. Ist gefüllt. Ja, wartet. Oh, hier geht's weiter. Die riecht auch, die Box. Das riecht. Die riecht nach Mandel oder so. Oh, sind die schön. Oh nein. Das sind Sticker, gell? Ja, das sind Sticker. Oh, die sind noch leicht erhaben und auf sowas stehe ich auch. Mir fällt es im Moment sehr schwer, wo ich wirklich viele Stamping-Schablonen habe, das wisst ihr. Diese feinen zu übertragen vom Stempel auf den Nagel, da könnte ich so oft kotzen im Strahl, weil es jedes Mal irgendwie nicht gerade ist. Wisst ihr, verzogen ist, verzieht sich immer. Kann man das sehen? Da ist Santa. Da ist der Santa Claus mit seinen Rentieren. Rentier. 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 Rentiere.
Rentiere. Rentiere. Das finde ich so schön. Das ist so zauberhaft. Ah, ich muss wieder dieses Jahr eine schöne Bescherung gucken. Das gehört mit zum Programm. Schreibt mir in die Kommentare, welche Filme müsst ihr? Weil es Tradition ist bei euch. Immer gucken um dieselbe Zeit. Bitte. Es interessiert mich. Bei mir ist es eine schöne Bescherung und noch so ein paar andere. Aber es ist nicht Kevin allein zu Hause. Das kann ich nicht mehr gucken. Das hängt mir zum Hals raus. Teil 1 war sowieso für mich nicht mehr zu toppen und Teil 2 fand ich schon ein bisschen, wisst ihr, wenn da so die Luft draußen ist. Da, das meine ich mit kitschigen Nägeln. Miezekatze oder so. Mega schöne Mischung. Oh, hier kommen Schablonen. Oh. Stamping-Schablonen. Kleine süße Sternchen. Sieht aus, wie als wären alle Sternschnuppen vom Himmel gefallen und hier rein. Oh, das sind ja Babys. Ich zeige es euch. Hier ist mein CA-Glitzer. Habe ich zufällig hier am Tisch? Man glaubt es nicht. Wartet mal. Das sind meine. Das ist das Kleinste, was ich am Tisch habe. Das ist das Kleinste, was ich am Tisch habe. Oh, wartet. Ich versuche es. Ich versuche es auszupacken. Moment. Oh, ist das sogar schwarz-weiß? Oh, wie kriegt man die denn da raus? Das geht ja gar nicht ohne Gel. Oh, ich schaffe es für euch. Ich krieg das alles hin. 3 Stück packe ich euch raus. Die sind auch, glaube ich, holo. So, jetzt guckt euch das Größenverhältnis an. Könnt ihr das sehen? Die sind die, die ich habe. Und das sind die kleinsten der Welt. Kleiner geht nicht. Kleiner geht es nicht. Und jetzt stellt euch das vor mit einem Clear-Design an der Spitze. Diese kleinen Schnuppelbabys von Sternchen, das sind Sternschnuppe, sind das, gell? Das sind die Sterntaler. Nee, das wäre es ja wieder ein Taler. Nee, Sternchen sind das, die vom Himmel gefallen sind. Direkt hier rein. Oh, danke schön. Ich muss erst meinen Glitzer wieder schließen. Oh, ist das schön. Vielen Dank. Lila, irisierend, Silber, Holo oder ist es E-Holo? Keine Ahnung, hier coole Mischung. Wow, oh, mir knurrt der Magen vor Aufregung. Ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Ist das jetzt so eine Box gewesen, die man kaufen konnte? Keine Ahnung, klärt mich auf. Hey, guck mal, hier ist... hier steht alles drauf. Ist das hier alles drin? Nee, das hast du zusammengestellt, oder? Ich weiß es nicht. Sie hat es zusammengestellt. Oh, guck mal, das ist, was hier so lecker riecht. Gibt sie jetzt in größeren Abfüllungen? Das wusste ich nicht. Ich kenne nur die kleinen Babys. Wartet. Wo ist mein Baby? Mein Baby. Ich glaube, ich habe es schon alle gemacht. Ich habe gar keinen mehr von Jollyfin. Öl mehr. Habe ich alle gemacht. Ja, da kommt ja wie gerufen hier. Was ist das? Nagelöl. Ich denke, dass es ein Keks ist, oder? Ich kann es nicht lesen. Es ist schon wieder so klein. Jedenfalls sind das 10 ml. Es könnten Cookies sein. Das ist ja mega. Oh, riecht das lecker. Das kann man hier gerade ausschlürfen. Oder ist das irgendwie ein Apfelkuchen? Das riecht fast wie Apple Pie. Ich kann es nicht lesen. Ich finde das immer so gemein. Ich finde meine Augen so schlecht. Also Leute, das ist echt zu klein. Das kann ich nicht lesen. Es riecht jedenfalls fruchtig lecker und auch leicht zimtig, finde ich. Wow, vielen Dank. Oh, das gehört dann mit zur Pflege. Ich bin gespannt. Oh, Glitzer. Flakes? Sind es Flakes? Oh, ich muss das... Oh, das muss ich jetzt mal öffnen hier, gell? Ich bin ja noch mitten am Sauber- und Aufräumen, gell? Deswegen darf der Spatel so aussehen. Why? Ja, das sind Flakes. Guckt mal, könnt ihr es auf meinem Handschuh schon sehen? So ein grünlich. Ist auch so ein bisschen purpelig, ne? Es ist so... es hat so einen Touch ins lila-rosa.
sieht sehr schön aus. So könnte es besser sehen auf meinem Handschuh. Es könnte auch ein Altrosa sein, aber dieses grün-mintige sieht mega cool aus. Ja. Ja. Wartet. Was haben wir hier? Feinster, feinster Glitzer. Ich finde die Verpackung immer so schön. Das ist ja schon fast ein Adventskalender hier. Und wie darf ich das überhaupt so aufmachen? Na ja, meinst du, es wären... Dann hättest du es nummeriert, gell? Dann hättest du ja Nummern drauf geschrieben, gell? Also bei mir muss man Nummer draufschreiben, damit ich weiß, dass es ein Adventskalender ist. Herrlich. Gräulich, silbern, keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau. Ist es das, was hier draufsteht? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wo ist jetzt die Verpackung? Packe ich hier rein? Es kann ja auch sein, dass Silvia einfach nur die Verpackung genommen hat, um das einfach schön zu verpacken. Ich stehe auf Verpackung, habe ich ja schon mal gesagt. Ich stehe ja da drauf, wenn das schön verpackt ist. Ja. Oh, das ist schön. Tada! Passt sehr gut hierzu. Wartet, ich mache es auf. Bloß nicht niesen. Oh, ich stehe auf diese Farben. Ich finde sie einfach so schön. Und es schneit in die Dose rein. Ganz viel Glitzer. Also manche Gewinde machen mir echt ein Gar aus. Oh, ich packe das aber hier wieder rein. Ich muss das irgendwie fotografieren. Mache ich übrigens. Und dann kommt das bei mir in die Andenkenkiste rein. Unboxing. Noch ein schönes Schneemann. Hebt sowas immer auf, ne? So Designvorschläge. Finde ich klasse. So, was machen wir jetzt auf? Ein Fläschchen. Magic Silver Glitter. Wow. Guckt mal, könnt ihr hier oben schon reingucken? Wartet. Ich stehe auf solche Geschichten. Entschuldigung, ich bin schon wieder. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob mein Wackel, wie heißt es, mein Ausgleich, mein Anti-Stoß-Dingster-Bumster jetzt reagiert hat von der Kamera. Wie nennt man das? Diese Funktion. Ich bin jetzt schon dreimal gegen die Kamera. Einmal mit meinem Dickkopf und einmal hier jetzt mit der Hand und vorhin schon mal. Magic Glitter Silver, Jolly Fiend Shellac. Ich hab wieder ein. Mein Regal wird voll. Ja. Mega. Oh, Leute. Also wir müssen noch was dranhängen an dieses Video. Das gibt ein richtiges langes Video. Und wehe, Silvia, du schimpfst mit mir, dass ich das vor Kamera gemacht habe. Dann bin ich echt traurig. Ich zeige ihn euch. Ja, diese schöne Verpackung. Jetzt will ich das gerne. Ich denke dann immer, hebst du es auf? Nee, kannst nicht so viel Müll aufheben. Aber für mich ist das kein Müll. Für mich ist das einfach zuckerschön. Ah, ein Pastellrosé. Wartet, von hier oben schon zu sehen. Pastellrosé habe ich noch nicht. Na, so schaut es von oben aus. Cozy. Jai. Fällt mir sofort Grausilber ein bei diesem Rosaton. Grausilber passt sogar zu meiner Tasse. Ey, schaut euch das mal an. Ihr habt mich ja noch nie mit rosa Nägeln gesehen, gell, glaube ich. Dass ich irgendwie mal rosa Nägel in einem Video getragen habe. Ich glaube, es wäre mal Zeit. Ich mag die Textur sehr, sehr gerne. Lässt sich super auftragen, die Jolifin UV. So, entschuldigt bitte. Ich musste unterbrechen. mein Brot war fertig und da muss man mich rufen und da muss ich ganz schnell hochkommen und muss das aus dem Rohr holen. Gut, das Brot ist gebacken, wir können weitermachen. Also, ich habe hier, glaube ich, aufgehört, ne? Ja, da fällt mir halt immer Grau dazu ein, Silber. Natürlich kann man es auch mit Gold kombinieren, aber ich habe bei dieser Farbe Miss Piggy oder Schweinchenrosa eben immer so Grau im Kopf. Und es sieht auch immer sehr edel aus, also... Ne? Und passt auch sehr gut zu meiner Tasse, muss ich gerade sagen. Ja, toll. Bei der Hin- und Herrennerei hier in den Stockwerken habe ich jetzt einen kalten Kaffee und nur noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, ich ende das gerade mal. Gell? Schick mir nochmal Frische ein. Das war der Rest vom Frische. Prösterchen.
Hauptsache das Brot ist fertig. Ja, zum guten Schluss ein Tegelchen, was bei mir jetzt auch zum ersten Mal hier am Tisch jetzt eingezogen ist, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich habe den einzigen Tegel, der jetzt für mich jetzt ein neuerer ist, diesen hier, den habe ich auch mal bekommen von einer lieben Abonnentin, da ging es um Schwarz, ne? Ja, Schwarz war das, ist schon in Gebrauch. Und das hier ist jetzt nochmal so eine andere Richtung. Wer es besser weiß, bitte schreibt es in den Kommentaren. Ich glaube, das ist eine besondere Linie, die so aufgebaut ist. Sehr edel, schwarzer matter Deckel. Hier habt ihr gleich euer Farbfenster. Ja, und dann wunderschön mit Gold und Marmor. Ach, was willst du denn sagen? Ich drehe es mal kurz um. Fassungsvermögen 5 ml. So, jetzt kriegen wir es auf. Ist natürlich noch verschlossen. Ich werde ihn auf alle Fälle aber auftragen, obwohl ich mich gar nicht getraut habe, es zu öffnen. Der ist ja so schön und edel. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder zurückfinden an den Tisch. Das ist jetzt so ein Riss gewesen für mich, weil ich kurz hoch musste. Aber egal, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich lasse es mal draußen stehen. Ich wollte mit euch... Ich habe ja noch was. Ich habe da hier noch diese riesen Kiste. Oh. Wartet mal, ich brauche auch Platz hier, ne? Es wird jetzt alles irgendwie sehr eng. Wartet, Kaffee das beiseite. Ich hole es jetzt mal her. So schön mit Tannenbäumen. Übrigens ist das ein Tannenbaum, den kann jeder, auch der, der nicht malen kann, auf seine Nägel zaubern. Weil es sind quasi nur solche... Ich ufer schon wieder aus, gell? Ihr macht im Grunde mit eurem, was weiß ich, was für ein Stift, ob das jetzt ein Pinsel ist oder was auch immer... Macht ihr einfach hier oben ein kleines Dings da, ein Pinüppel, und dann macht ihr einfach nur immer diese Schlaufen, die dann immer größer werden. Ich mache es jetzt mal übertrieben, gell? Nur, dass ihr es mal seht. Vielleicht nicht so weit raus. Dann geht man hier nochmal so zurück, dann macht man hier sein Stämmchen her und Sternchen oben drauf, und dann habt ihr euren Tannenbaum. Das ist Malen nach im Kindergartenalter. Sowas kann ich noch. Das kriege ich gerade noch hin. Fällt mir gerade hier zu diesen Tannenbäumchen auf, ja. Also man kann natürlich hier unten die Schlänge noch ein bisschen anders machen und nur einen Strich. Also das ist natürlich wieder... Wir machen jetzt die Schlupf auf. Tudu. Sie hat das... Kriege ich jetzt eine Schneekugel? Ich kriege jetzt eine Schneekugel. Dekoration. Ich freue mich auf Deko. Obla. Hier habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Also ich hole das jetzt mal raus. Das ist ja eine offene Schneekugel. Muss ich jetzt basteln? Benutz uns ruhig. Okay. Was ist das? Ich weiß jetzt. Okay. Ich habe jetzt erst gedacht, es wäre ein Sektkübelkühler im zweiten. Also erst habe ich gedacht, es wäre eine Schneekugel. Gut, die hätte ich jetzt selber füllen können. Und dann kommt das hier zum Vorschein. Einige denken bestimmt schon, ist doch klar, was das ist, oder? Ich kann es ahnen. Und ich höre auch was. Oh, wie süß verpackt. Guckt mal. Das ist ja wie Weihnachten. Oh, das ist wie Weihnachten hier heute wieder. Oh, schaut mal. Wartet, das erklärt sich von ganz alleine, glaube ich. Also... Benutz uns ruhig. Ah, das sind Pinsel. Ich muss die Brille aufziehen, entschuldigt. Das sind Pinsel. Liner Brush 4 mm. Und was steht hier drauf? Was ist denn das für ein süßes Branding? Ich habe so schlechte Augen. Es ist echt ein Wunder, dass ich überhaupt noch Nail Art hinkriege. Ei, in einem zartem Rosa. Hier, guck mal. Ich glaube, ich muss doch von Lila umschwenken. Es passt einfach besser zu meiner Tasse. Ich muss hier alles umstellen auf Rosa. Ich habe ja schon viel Rosa. Hilde Rosa. Ich habe einen neuen Dispenser Rosa. Ich habe hier meine riesen Bottle in Rosa. Ich bin ja fast rosa. Also, warte, ich muss das jetzt erstmal hier. Wenn sie still wird, dann... Oh. 4 mm, 8 mm,
4 Fuß 20 mm, 12, 20. Oh. Feinliner sind sowas. Das und eine heiße Pinzette. Oh, und hier lasse ich jetzt tatsächlich mal den Schutz drauf, weil das ist bei mir so eine blöde Sache. So rum gehört es, glaube ich, ne? Ich mache mir immer die Pinzetten kaputt. High Position Stainless Steel. Also, ich denke, dafür ist es gedacht. Das ist ein Utensil für auf dem Tisch, wo ihr eure Pinsel alle reintun könnt. Und noch dazu ist dieses Teil drehbar. Und oben on top habt ihr auch noch einen Staubschutz. Dass ich sowas noch nicht am Tisch hatte, ist ja jetzt ein Knaller, ne? Ich habe ja mein Rondell. Ich muss ja meinen Tisch aufräumen und da zeige ich euch, wo ich ihn hinstelle. Oh, ist das eine coole Idee. Oh, ich bin so geflasht. Ich fasse es nicht. Also, ich muss jetzt mal hier die Pinsel checken. Boah, ist der klein. Wie zeige ich euch das? Hey, guck mal, was das... Also, das ist ja wohl ein kleiner. Oh, könnt ihr das sehen? Komm, ich guck mal hier. Ich bin heute sehr weit weg von euch. Seid mir nicht böse. Ich habe euch trotzdem alle lieb. Aber ich möchte euch manchmal auch, wenn ich hier so aufräume, einen Weitwinkel bieten. Ganz, ganz kleiner. Und jetzt muss er ganz vorsichtig. Hört ihr das? Wartet, ich mache den Pinsel mal kurz direkt am Mikro auf. Der ist richtig fest. Also die Hülse schiebt sich hier exzellent drüber. Wahnsinn. Wartet. Packen wir es ja doch gerade so rein, gell? Machen wir es doch ordentlich. Oh. Gut, da ist noch das Gummi Arabicum, ne? Ist klar. Das schnippt man dann weg. Beziehungsweise hier würde ich ganz vorsichtig abreinigen. War das jetzt der längste? 25. Und ich feiere dich ja mit dieser Verstärkung hier. Oh, das ist auch nicht Gold. Das ist eher so Roségold. Eine fantastische... Kombination. Ja, die sind hier echt gut. Kein Wackeldackel. Kein Wackeldackel. 12. So ein Allrounder, finde ich. 12 mm Länge. Cool. Echt cool. Ja, der sitzt einfach. Der sitzt. Das ist dann nochmal. Wartet, wo ist aufgeschrieben? Ach, 8. 8 mm. Könnt ihr sehen? Hoffentlich bin ich in der Kamera gewesen. Ich habe hier jetzt nicht großartig drauf geachtet. Gierig wie ich bin, habe ich nur ausgepackt. Wow, was eine geile Idee. Wartet, ich bin ja wieder besonders. Es muss natürlich alles richtig rum. So. Was ein cooles Teil. Super. Wahnsinn. Also sowas habe ich schon insgeheim immer mal so gedacht, ah, die Pinsel stehen offen und irgendwie bräuchtest du mal so ein Rondell für Pinsel. Also wir haben ja wirklich viel Aufbewahrungsmöglichkeiten, aber das habe ich jetzt so noch nirgendwo gesehen. Klasse Idee. Hammer. Hammer, viele Herzchen gehen hier raus. Ich bin platt. Ich bin echt platt. Ich bin sprachlos. Es kommt so selten vor. Das wünscht sich mein Mann manchmal, dass er mich sprachlos kriegt. Ja, mit den Unfällen und dem ganzen Scheiß, ja, bin ich auch irgendwo manchmal sprachlos. Fehlen mir die Worte. Aber das werde ich euch jetzt hier gleich verfilmen. Wir probieren die Matten noch zusammen aus. Zu alle, die ihre Nägel heute machen wollen, ihr habt jetzt ganz viel Videozeit mit mir zusammen. Das werde ich ausprobieren, da bin ich ganz neugierig drauf. Und dann zeige ich euch noch nachher zwischendurch diese Auswahl an Transferfolien. Ich kann davon ja nicht genug kriegen, gell? Ich finde ja klasse. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen kurzen Schnitt und ich räume hier soweit ein bisschen frei, damit ich Platz habe. Und ich sage nochmal, was soll ich noch sagen? Ich bin platt. Ich bin platt und sprachlos. Vielen, vielen, vielen Dank. Also nur weil ich jetzt ein bisschen rumgejammert auf, der eine sagt, das ist Jammern auf höchstem Niveau vielleicht sogar schon und meint das bösartig. Nee, ich habe wirklich ein blödes Jahr hinter mir und ich habe es schon mal gesagt, wir sind wirklich froh, wenn wir diesen 23. gehörigen Dritten hintern geben können. Und
Dinge abschließen können und uns dann auf Neues freuen. Vielleicht wird es auch wieder katastrophal. Ich weiß es nicht. Aber hey, ihr schenkt mir Seelenschmaus und vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und es sind wieder so Dinge, die mich so derart überraschen, ja, wie hier sowas, wo ich schon die ganze Zeit überlegt habe, was bräuchtest du eigentlich noch? Das hast du wirklich noch nicht ausprobiert oder so. Ich freue mich da echt riesig, weil das probieren wir jetzt auf alle Fälle zusammen aus. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und liebe Silvia, wenn es für dich okay ist, würde ich die Lindpralinen gerne meiner besseren Hälfte geben, weil er braucht jetzt so ein bisschen Schoki für die Seele und ich trete das gerne ab an ihn, wenn es für dich okay ist. Ich glaube nicht, dass du was dagegen hast, wenn er da ein bisschen was Süßes naschen kann und ja, seine Wunde lecken darf, weil die muss noch heilen und da helfen solche Schoki-Seelentröster doch sehr, sehr weit, sehr, sehr weiter. Vielen, vielen Dank. Ich war so überrascht, dass da ein Päckchen reinkommt, weil ich bin im Moment in so einem Trott, in so einem Weiterlaufen, weiter den Alltag zu bewerkstelligen und hinzubekommen, dass die Familie glücklich ist und zufrieden. Und ja, und ihr seid dann für mich eigentlich immer das, was ich als Wohlfühloase und als Runterkommen in der Mitte bezeichne, wenn ich dann hier mit euch sitzen darf und euch was liefern kann an Unterhaltung. Aber ich erwarte da jetzt keine Gegenleistung. Ich habe diese Wahnsinns-Softbox bekommen. Das ist für mich so der Hammer. Nochmal Dankeschön. Jetzt ist hier wieder ein Päckchen reingekommen. Ich mache die Videos nicht darum, um da was zu bekommen oder so. Bitte, mach da mal jetzt langsam. Es geht mir darum, dass wir uns verbunden fühlen am Tisch, die Tasse zusammenheben und einfach zusammen Nagelkunst genießen. Ja, dafür stehe ich. Aber ich finde es auch eine Wahnsinnswertschätzung, wenn sowas reinkommt, natürlich. Und ich bin dann immer so ein bisschen beschämt. Und auf der anderen Seite freue ich mich auch wieder riesig drüber, dass es so viele Menschen gibt, die ich derart mitnehme, mit dem, was ich tue, dass sogar man mir was zurückgeben möchte, in Form, was ich anfassen kann. Ich kann euch ja nicht knuddeln und ihr könnt mich nicht knuddeln. Vielleicht will der ein oder andere mich aber auch schütteln, keine Ahnung. Aber ich möchte es versuchen zu transportieren, was mir das auch bedeutet, euch diese Videos zu liefern. Es macht mir einfach unglaublichen Spaß, eine Gemeinschaft zu pflegen, die so nicht greifbar ist, sondern einfach nur hier über die Linse zu euch nach draußen geht. Danke für die, die ein bisschen mehr zurückgeben wollen. Vielen Dank. Ich halte diese Stücke alle in Ehren. Jedes Brieflein, jede Karte, ja, alles kommt auch in eine Schatulle, sag ich mal. Schachtel hört sich so billig an. In eine Schatulle. Also das werden dann Schmuckstücke für mich der besonderen Art. Und jedes Teilchen, was hier ankommt, weiß ich, dass es von einer Abonnentin kam als Dankeschön. Diese Erinnerung, die dann immer wieder wachgerufen wird, dass ihr so voll mitgeht. Wichtig ist immer wieder für uns YouTuber, abonniert den Kanal. Aktiviert für euch die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Schenkt einen Daumen nach oben. Ja, das sind die wahren Dinge, die YouTuber noch viel mehr brauchen heute. Ja, weil das ist alles, es sind viele Sachen, die sind nicht echt. Es sind viele Sachen, sind gestellt. Es sind viele Sachen auch, Abonnenten kann man einkaufen, wisst ihr. Und ich mache ja jetzt hier nicht, um hier große Abonnentenzahlen zu erreichen. Natürlich freue ich mich über jeden Neuen, der dazukommt. Herzlich willkommen an der Stelle. Seid hier gut aufgehoben, fühlt euch hier wohl. Und es geht hier nicht darum, und ich möchte es immer wieder sagen, dass der eine vielleicht besser ist als der andere. Hierum geht es nicht. Es geht hierum, da zu sitzen, Inputs zu bekommen, Quicktipps zu erhaschen, Dinge vielleicht etwas vereinfachter, leichter oder länger erklärt zu bekommen, um es selbst dann umzusetzen. Das war so mein Input damals. Ja? Und ihr wisst, womit ich gestartet bin, mit Edelstein in meiner Interpretation. Und ich hoffe, dass ich viele andere Dinge euch auch wieder im Video zurückgeben kann, indem ihr was mitnehmen könnt, das für euch umsetzt und sagt, hey, meine Nägel sind aber heute geil. Ja, die sind heute mega.
Meine Nägel sind heute on top. Danke, Andrea. Gern geschehen. Ich bedanke mich für dieses Päckchen. Ich schwätze schon mit dir zu viel. Es ist typisch Frau. Alte Quatscherin. Wir hören jetzt auf. Ich will mich hiermit noch beschäftigen und dazu nehme ich euch auf alle Fälle mit.